Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani Royal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir ja um Diesel getrauert. Zavet hat sich uns angeschlossen. Hier, oh, will ich auch steuern im nächsten Kampf. Und ja, ich habe offscreen eigentlich nichts gemacht. Einfach nur deswegen, weil ich Zavet nicht. Weil nicht. Irgendwas mit Zavet machen wollte oder irgendwie neue Victory Quotes oder irgendwie so nach dem Kampf sehen möchte und so ohne euch. Deswegen habe ich das mal gelassen und ja. Ich habe hier eine Skit noch. Wenn es hart auf hart kommt, gehen die harten Backen. Machen wir das. いや、前も思ったけど、まさかザビーダがブドウのミルフィーユを作れるなんて。俺様の新たな魅力を発見して全員見惚れちまったか。調子に乗るんだ。どうしてザビーダさんはこんなに美味しいお菓子を作れるようになったのですか？それ私も知りたい。意外すぎて全く結びつかないんだもん。聞くだけ無駄だと思うけど。そんなことないさ。 Okay, aber er hat es doch nicht gelernt. Ist doch gut. So, dann gehe ich noch mal hier übernachten. Wer weiß, ich bin zu weit für 4000. Ja, zu aufleveln, das Ding. Jawohl, これはまたドストレートな質問で、ごまかすような問題じゃないでしょ。確かにそうだ。つまりそれが俺の流儀だからさ。殺すことがですか？そうなっちまうこともある。浄化しようとしてもできないやつがいるもんね。 元に戻せない氷魔もいる。それでもスレイさんは元に戻す方法を見つけるとやつ束したんです。エドナさん、どうしらしいね。ま、それが見つかんなかった時にけじめをつけんなら構わねえさ。けじめか。殺すということですわね。ちょっと違う。答えを出すってことさ。今いいこと言ったぜ、俺様。Okay. Ich glaube, die nächsten Skits sind eigentlich nur dazu da, damit Zavet sich irgendwie in die Gruppe einfügt. Ich überdachte noch mal ein paar Mal. Und gucken, ob Skits kommen. Ja, noch hoffenweise. Wo ist hier eine Sauna? Okay. Boah, ich habe die ganze Zeit hier so ein Aufstoßgefühl, aber er will einfach nicht. Versuch schon immer so klammheimlich hier. Irgendwann kommt er raus, so in der Aufnahme. それが俺が一人旅できた理由さ。制約を課してるのが自分だけと思わないことね。まさかエドナさんも。
Wir nehmen den Tod von Liesel ganz schon geschillt, ne? Kann das sein? Normalerweise ist es da immer so, hat irgendwie ganzen Gespräche, die noch folgen, hier irgendwie, ja, er war ein guter Mann und so. So in dem Stil irgendwie sind. Okay, kein Skit mehr, okay. Boah, ich muss so aufstoßen, ne? Ich habe was Gutes herausgefunden aus Queen und ich hatte recht mit Lunars Stimme. Das war echt Dio aus Jojo's Bizarre Adventure. Sehr gut. Und Diesel, das hat mich auch überrascht und ich fühle mich so blöd, dass ich das nicht gemerkt habe, ist die Stimme von Jotaro aus Part 3 von Jojo's Bizarre Adventure. Also der Hauptcharakter von Part 3. Und ja, das habe ich nicht gemerkt und ich habe mich so blöd gefühlt, als ich das so gelesen habe. Stimmt! Boah, ey. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Epic Fail. Wer übrigens keine Ahnung hat, von was ich hier rede, kann ja mal in mein Let's Play von Jojo's Bizarre Adventure Outer Battle reingucken. Fremdwerbung für mich. Und wo ist, ich muss jetzt zu dem Schlachtfeld, ne? Ja, ich muss zum Schlachtfeld, glaube ich. Wollte ja mal in das Let's Play reingucken, um so ungefähr einen Einblick zu bekommen in die Serie. Ist eine Anime-Serie, die seit den 80ern läuft. Also der Manga, die Anime erst seit kurzem. Wo ist das nochmal? Hier, geliefert sein kann, oder? Ja, da kann ich nicht hin. Wie heißt der Wald nochmal? Hier ist der Wald, ne? Boah. Boah, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich habe die ganze Zeit so ein Aufstoßgefühl. Das ist der nicht, ne? Wo ist denn der Wald nochmal? Hier, ne? Ne, da waren noch mehrere. Boah, wo ist der Wald? Bin ich jetzt vollkommen hier. Östlichen Senke, ja. Okay, ihr habt... Ist, als müsste es hier aufstoßen und das ist schon so, weiß ich nicht, so im Hals, sag ich mal. Ihr wollt ja nur so einen kleinen Schubser geben, damit er rausgibt. Aber kommt einfach nicht raus. Ja. Sollte ich vielleicht auch mal nachgucken bei den Kindern. Ich muss meine ganzen Skizzen hier speichern. Und ich habe mal irgendwann herausgefunden, wann ich das DLC machen sollte. Und zwar nach der Story. Weil ich gelesen habe, irgendwie, dass das nach, also Post-Story irgendwie sein soll. Also ja, mache ich das auch nach der Story. Soll ich nochmal nachgucken hier bei den... Guck mal bei den Kindern vorbei. Ich glaube, einige Quests sind jetzt auch weggefallen, ne? Hä? Boah, ich komme ja echt nicht klar, ne? Ruin von Tintage, meine Herren. Dann machen wir auch weiter mit Dingens. Der Story. Unser nächster Plan ist dann eigentlich unser alter Plan. Wir müssen immer noch Heldalf stoppen. Wer halt, weiß ich nicht. So, meine Güte, das hat ein bisschen geholfen. Aber das hat man nicht gehört. Voll die ekelhafte Folge heute. So, hier gibt's nichts zu tun, dann gehen wir zur Glyphid-Senke. Jetzt endlich. Ja. Ich muss schon wieder nachdenken. Warte, wie hieß der Ort nochmal? Mit dieser Story-Portion fertig sind, hoffe ich, dass wir irgendwie so Level 60 sind. Und dann machen wir... Oh, ich muss immer noch aufstoßen. Dann machen wir die ganzen Mini-Boss hier, die wir noch übrig haben. Also einige davon. So, wenn ihr eine Domäne ist, dann ist Heldalf hier.
ist es aber nicht. Also ist Helldive nicht hier. Ups. So einfach geht das. Steht wie jemand davor, ja. Also wären wir nicht mit diesen Händlern gegangen, wäre Diesel nie gestorben, ne? Wir sind da eigentlich, sie sind jetzt eigentlich nur dahin gegangen, ne, um uns zu sagen, ja, genau da, und dadurch sind die gestorben. Ist der gestorben? Ja. Ich weiß, wo der ist. あの怪我は想像を隠せるものじゃないはずだけど。うん。妙に強い怪我を感じたけど。いつ前にお前たちとやり合った後、ギネビアの塔からペンドラゴンに戻る途中。ペンドラゴンの南西あたりかな。よし、行ってみよう。信じていいのか？こんな適当な情報。調べる価値はあるさ。ダメで元々。無駄足だったらサスケだ。 Ja, Alfreds Jagdgewehr, ich war Jagdgewehr, ich habe schon wieder gesagt. Jagdrevier. Da bin ich doch letztens hingegangen. Ich hätte ihn sogar beinahe fertig gemacht. Also ja. Ach ja, Mikleo stellt ja jetzt Dingens her, weil er Kochen auf Maximum hat. Hm. Irgendwann muss ich, wenn ich Aktionspunkt suche, irgendwie am Level bin, wenn ich bei jemand anderen irgendwie Snacks und so fertig habe. Ich glaube, der nächste, der fertig ist, wäre Zerweht, ne? Ja. 31, der war auch nicht mal lange. Also, wenn ich die alle auf Maximum habe, die ganzen Kochskills, dann tue ich die natürlich wechseln. Aber ich will ja die ganzen Entdeckungen auch noch finden. Ich habe ja einige hier schon verpasst. So, Alfreds Jagdrevier. Können wir da hin? Nein, doch. Ah. Wie so einfach geht das? Ja, es ist echt nicht mal zu gesehen. Ah, oh Gott, er geht sogar dahin, verrückt. Eigentlich noch nicht sofort auf den losgehen. そう言いたいわ。敵にしよう。食ったつもり。スレイさん、油断なさらないで。ああ、こいつは謎が多すぎる。君、家族を失って報告してたものはここまで変わっているの。 Okay, Planänderung. Warum ist Zerweht nicht dabei? Wen steuere ich? Du bist Level 104. Hätte ich schon letzte Mal beinahe besiegt, also komm her. Guck mal, wie wir ihn fertig machen bis jetzt. Ah. Ja, Wurf. Ja, schaffen wir auch. Vor allem, wir haben genau die Leute effektiv gegen den sind nicht dabei.
Und nein, der Typ ist nicht die Stimme von Akaino aus One Piece, habe ich herausgefunden. Schade. Klingt aber fast genauso. So. Ist ja viel einfacher. Aber den können wir bestimmt noch nicht vollkommen erledigen. Kann ich ihn überhaupt? Ja, ich kann ihn angucken. Gut. Ah, Helldalf. Allein schon bei seinem Anblick bekomme ich Gänsehaut, aber ich kann es mir nicht leisten, gegen ihn zu verlieren. Sorry, bitte pass auf, dass seine Bosheit dich nicht auch noch verführt. Guck mal, eine Mystikart ein, Edna. So, Buff. Die bringen überhaupt nichts. Mystic Arts sind so schwach hier in dem Spiel. Savage, du hast doch glaube ich auch 4 Mystic Dinger, ne? Komm mal her. Wir haben ja schon gesehen, viel früher. Es legt aber auch los. Okay, war ja irgendwie klar. お前たちの望みであろうが。なんだお前。わしにはそれがただの欲望に見えるぞ。溺れるか。その甘美な泉に。ライラ、決着をつける。どうしたの？スレイさん、このまま決着をつけることが後悔のないスレイさんの答えなんです。 Warum fängt er auf einmal jetzt alle damit an? What? Warum steuere ich immer eigentlich irgendjemand? Na, warte. Hättest du wohl gern. Whatever so. Irgendwie nicht, du bist immer noch voll leicht. Komm her. Aber ich konnte hier meinen R2 Angriff einsetzen. Ja. Ah.
Oh, was? Oh, was? Ne? Na toll, ihr habt euch zurückverwandelt, um euch wieder. Boah. Warum werde ich immer zuerst? Achso. Aua. Ist das passiert, weil ich getroffen wurde? Warum spiele ich heute mal als erstes Layla? Ich verstehe nicht. Irgendwie nicht mal der Typ vor Ort. Ja, ich mir irgendwie gedacht, dem ist bestimmt scheißegal. それも断る。今はその時じゃない気がする。言うことよ。いずれその身で知ることとなろう。世界の人と天族の真の姿をな。 Okay. Das hat uns irgendwie jetzt gar nicht weitergebracht. あいつはマオテラスと繋がってんな。やつの穢れに遮断された時気配を感じた。だが、マオテラスの影も形もなかったじゃないか。もっと考えて。見えてないと思ってたのに。実はずっと見えてたとしたら。
Seraphen? Was? そう、そんなの。だ、ビアツ、ニッパシタン。 マオテラスを探そう。ヘルダルフが本当に大地を器としている氷魔となってしまったマオテラスと繋がっているとしたら、マオテラス自身を浄化しない限り、ヘルダルフを沈めることなんてできない。だが、これまでの旅路データマオテラス伝承に所在を示すものなんかなかったぞ。メイビンさんを探しましょう。メイビンおじさん。そうか。彼もマオテラス伝承を追って 旅を続けているんだったら、何かマオテラスの手がかりを得てるかも。けどおじさん、どうやって見つけようか。私に心当たりがありますわ。ローグリンの遺跡を守る方々に会いましょう。決まったわね。じゃあ行くわよ、ミボ。分かったから、つつかないでくれ。Ist immer noch ein besserer Plan, als direkt gegen Helldive zu kämpfen, wenn ihr mich fragt. Weil mich fragt er ja keiner. Na gut. Und keinen einzigen Erfahrungspunkt bekommen, die Stadt direkt vor so einem Viech. So, jetzt ist es, boah, jetzt ist es hier auch wieder schillig. Und ich bin fast tot. Warum steuere ich Sore als erstes? Ich verstehe das nicht. Kann mir mal einer sagen, warum ich immer in so wichtigen Kämpfen, wenn die so abgebrochen werden, immer erst Layla steuer. Ich meine, ich habe Zawed als erstes angewählt, aber auch sonst immer, wenn ich Zorei irgendwie so anwähle, steuere ich dann immer jemand anderen. Das nervt ein bisschen. So. Mal, lass mich doch mal hier. So, das ist gerade passiert. Also, okay. Gut. Wenn ich jetzt mal eine Sekunde Zeit hätte zu chillen, weil es mich irgendwas verfolgt, genauso bin ich auch in Helldive reingelaufen, dann wäre halt perfekt. So. Okay. Ich würde aber sagen, wir gehen zur Camelot-Brücke, weil ich bin ja schon früher hingegangen und ich weiß nicht, ob dadurch irgendwie irgendwelche Dinge übersprungen worden sind, einige Skits und so. An einigen, wo ist denn die jetzt? Ich konnte mich da zur Camelot-Brücke hin teleportieren, da war noch ein Speicherpunkt. Ja. Ich bin ja schon zu verfrüht hingegangen, deswegen. Und einige Bereiche ja stimmt. Da waren irgendwo. Hallo, na? Der zieht den Panzer jetzt noch voll lang, ne? Oh, Katz Corner gibt's wieder in dem Spiel. Right. なるほど。
Okay. Dann einen guten Plan. Dann würde ich aber den Part doch jetzt hier beenden. Und ich dachte eigentlich, hier wären diese Krabben irgendwo, aber die machen ein bisschen weiter, ne? Dann sag ich mal, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Terraria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.